Moin Leute, so wir haben Februar, Eis ist vom Wasser, was macht man da? Wir werden heute versuchen, ein oder zwei schöne Hechte zu erwischen. Müssen wir mal schauen, hat noch bis vor kurzem Eis gehabt, das Eis ist wieder weg, Boot ist zu Wasser. Ich nehme euch mit, zeige euch was, wie ich rangehe, welche Taktik ich verwende, wonach ich gehe und freue mich auf einen schönen Tag. Jetzt gehen wir zum Boot. Kormorane sind da oben auch schon zugange. Seht ihr da den Schwarm? Macht es schwierig, Fische zu finden. Aber egal, wir wissen ja in etwa, wo wir suchen müssen. Wenn wir keine finden, gehen wir nach Instinkt. Wie gesagt, Winter, richtig harte Angelei. Februar sind kurz vor der Laichperiode. Also nächsten, übernächsten Monat geht's los. So wird das Wetter mitspielt. Ist immer eine Frage, ob wir nochmal Eis bekommen oder nicht. Aber jetzt kann man Fisch seines Lebens fangen. Und wie gesagt, wir schauen mal, entweder es klappt oder es klappt nicht. Angeln ist kein Kindergarten in diesem Sinne. Freut euch drauf. Kormorane sehen, man kommt mit dem Boot raus, sind sie sofort weg. Und dann kommen andere Angler, schauen. Oh, sind keine Fische, hier brauchen wir gar nicht angeln. Aber ist halt so. Struktur abfahren, Leute. Nie in einer Linie, immer unterschiedliche Tiefen. Haben hier eine Kante, die langsam nach oben hin ausläuft. Schauen einmal, unten haben wir auch schon ein bisschen Fisch gefunden. Und danach entscheiden wir. Ich würde sagen, wir machen ganz spontan. Wir werden hier mal eine Stunde probieren. Wenn nicht, fahren wir wieder nach unten hin. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache. Wie ihr seht, den habe ich jetzt erstmal schön eingekreist. Hier ist der Übergang von einem tiefen Bereich im nächsten. Schaue ich hier nochmal das Stück. Und danach entscheiden wir dann, ob wir hier angeln oder nee, wieder weiter nach oben gehen. Wir werden mal hier probieren, wie das Boot steht alles. Wenn ich, wie gesagt, umsetzen, können wir immer noch. Fischanzeigen sind da. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Das machen wir erstmal aus. Fische hatten wir. So, wir hatten in diesem Bereich Fischanzeige, wir hatten hier auch Fischanzeige. Stellen wir uns mal hier hin. Wie gesagt, man muss schauen, der Wind kommt so schräge. Wir haben hier Scherwinde. Ich hoffe, das klappt. Wir haben schön Welle. Kriegt der Köderfisch schön Bewegungen rein. Und sollte es nicht so gut funktionieren, hier können wir immer noch umsetzen. Habe einmal unterschiedlich, einmal habe ich da unten, zeige ich euch mal gleich mit einem Snap. Hier habe ich nur einen Wirbel eingebunden. Vorfach direkt angebunden. 80er Fluorcarbon. Unten ist der Drilling. Wieder Haken angedrückt. Und habe jetzt beide Routen eingestellt. Die eine ist auf 10 Meter eingestellt, die andere auf 11 Meter, haben hier 16 Meter Wassertiefe. Warum haben wir die nicht kurz über Grund? Die Fische liegen auf dem Grund. Wenn sie denn aktiv werden sollten, kommen sie hoch. Man kann nur einen Fisch unterangeln, aber nicht überangeln. Und das andere ist halt schauen, ob sie heute in Fresslaune sind oder nicht. Schwer zu sagen, weil die sind ja schon eigentlich mit Energie voll. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wenn das so einfach wäre alles, dann wäre es ja fangen und nicht angeln. Und wir gehen ja angeln, gerade um diese Herausforderung zu haben. Und eins sollte man sich immer vergewissern, Großgewässer angeln, gerade um die Jahreszeit, ist wirklich ein hartes Brot. Aber es ist halt schön, du hast keinen Bootsverkehr, du hast deine Ruhe. Einzigen, die nerven, sind die Kormorane, weil die komplett alles durcheinander bringen. Wenn du hier 400, 500 Kormorane hast, die einmal durchjagen, sind die Fische ganz woanders, wie sie normal stehen. Da kommt es halt dann drauf viel an Erfahrung zu schauen, wo stehen die Fische alles. Habe ich jetzt auch ein Problem, weil ich jetzt lange auf Messe war und wir Eis hatten. Aber trotz alledem, wer es nicht wagt, kann ich gewinnen. So, schauen wir mal, mein Lieber. Das ist ja so mit Guiding, macht ja Spaß alles. Aber wenn die Leute mal fragen, was machst du privat, dann sage ich halt, ich gehe angeln. Weil das ja was ganz anderes ist. Ich habe keinen Druck und nichts. Einfach nur genießen. Ne, guter Freund von mir, Bertus Rosemeyer. Viele von den Jüngeren kennen ihn ja gar nicht mehr. Einer meiner Idole. Hab mit denen letztes Jahr auch zusammen bei der WBC gearbeitet, haben uns unterhalten.
Irgendwann hat man das Alter auch erreicht, wo man kein mehr was beweisen muss und einfach genießen. Weil die PBs, die ich habe, die werde ich kaum noch knacken können. Interessiert mich aber auch nicht. Für mich ist viel wichtiger dieser Werdegang. Und so wie wir jetzt wahrscheinlich einen Biss haben. Ach, halt, den Cache müssen wir auch noch aufbauen. Ich muss eh erstmal jetzt runtergehen. Ich muss den Köder einmal drehen. Und richtig inhalieren. Und dann hoffen, dass er ihn so nimmt, dass wir ihn auch bekommen. Und ganz wichtig, Leute, ich bin zwar aufgeregt wie Sau, fange auch schon an zu zittern, bei jedem Biss voll mit Adrenalin, trotzdem den Kaffee nie kalt werden lassen. Es geht los. Problem ist, das heißt ja nicht immer, dass er Schnur nehmen muss, der kann ja auch auf dem Boot zukommen. Das ist der schlimmste Moment. Man weiß nie, was am anderen Ende dran ist. Macht man alles richtig oder nicht? Wie gesagt, was wir bei dieser Angelei in Kauf nehmen, dass wir auch mal einen Fisch verknallen, weil wir halt auch nicht so lange warten wollen. Guck, immer noch lose die Schnur. Viele Leute schlagen dann gleich an, denken, die Schnur ist straff, dabei ist sie gar nicht straff. Seht ihr ja, ich nehme jetzt hoch, 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 gehe dann wieder runter. Mal, wo der hingegangen ist. Siehst du das? Hier vorne ist er hingegangen. Ist jetzt schon kurz vom Boot. Jetzt kriegt er einen. Der noch. Mal gucken, dass er dran geht. Scheint aber kein großer zu sein. Also ist immer schlecht zu sagen. Auf jeden Fall ist das ein Fisch. Ganz gucken. Ach Gott, was ist das denn? Also das war eigentlich nicht der grobe Auslöff. Den nehme ich mal gleich so. Hier bleibt kein lang rum. Guckt euch das mal an, Leute. Voll mit Egel. Das ist auch mal ein Problem, was Leute haben. Und Angst vor großen Ködern sollte man dabei nicht haben. Schön ist dabei, wir angeln ja ohne Widerhaken. Da eiern wir auch nicht lange rum, den lassen wir gleich wieder rein. Oder Frühstück schenken wir ihn auch. Weil wir sind ja gute Menschen, ne? Der war groß. Und das ist das Schöne. Es kann immer der Fisch deines Lebens sein oder mal so eine kleine Sprotte. Aber so eine kleine Sprotte fangen wir wirklich selten. Und wie gesagt, die Größe kannst du in dem Moment nicht beeinflussen. Nur hoffen, dass da auch die Große bei sind. Wie gesagt, so einen kleinen Hecht ganz, ganz selten. Du kannst ja hier, wie siehst du, so einen kleinen fangen, kannst aber auch 1,20 Meter oder noch größer fangen. Und das ist ja gerade schön am Angeln. Das ist auch, was ich vorher sagte. Halt einfach dieses Zusammenspiel von allen, nie zu wissen, was hängt an der anderen Seite. Und das macht für mich das Angeln aus. Nicht nur immer unbedingt diese großen, großen. Manche Tage haben wir schon gehabt, da freuen wir uns auch über einen 60er-Hecht. Weil das ganz einfach der einzige Fisch des Tages ist und du gekämpft hast. Und was die Leute dann mal für ein Bild kriegen, du musst Reifgebetechnik haben, du musst das haben, das haben. Nur noch größer, schneller, weiter. Ich verstehe auch die Leute, die so einen Fisch fangen müssen. Oder wollen. Müssen nicht, aber wollen. Einige müssen es ja auch. Ne? Aber um überhaupt diesen Weg dahin zu gehen, so eine großen Fische zu handeln, wie, was mache ich, Gewässer lesen zu können, gucken, wo sind die Vögel, wo ist dieses, wo ist jenes, das ganze Zusammenspiel, wenn man das lernt, dann ist man auch erfolgreich. Und dann ist es auch egal, ob ich jetzt jeden Tag einen Meter Fisch fange oder ob ich halt hin und wieder mal einen Meter Fisch fange. Im Endeffekt sollte es immer noch sein, Angeln und Natur. Und deswegen liebe ich halt auch diese Ansitzangelei. Du sitzt da, genießt die Natur. Wetter ist natürlich unabhängig. Ich bin gut angezogen. Ich friere nicht. Du frierst ja sicherlich auch nicht. Nee. Und was gibt es Schöneres? Kein Bootsverkehr, nichts. Und keiner geht dir auf Eier. Du hast deine Ruhe. Das ist absolut genial. So, jetzt kriege ich meinen Kaffee weiter. Leute, das ist nochmal mein erster Kaffee. Den konnte ich noch nicht mal austrinken. Meine Zigarette habe ich auch nicht zu Ende geraucht. Finde ich jetzt voll unfair. Aber so schnell geht das manchmal, ne?
So Leute, wir werden jetzt mal umsetzen. Warum? Ihr seht ja, die Welle kommt so. Der Wind kommt aber von da. Wir haben hier so eine Querströmung. Ist auch hier hinten ausgeworfen. Das treibt jetzt alles hier runter. Das ist nicht das Optimale. Jetzt gucken wir mal weiter, ob wir eine schöne Stelle finden, wo wir auch diese Treibrichtung haben von der Posen, wie wir die haben möchten. Haben wir noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, ich kann heute die Größe noch toppen. Ich gebe alles. Auch ein bisschen immer auf die Tiefen achten, auf welche Tiefe stehen die Fische. Das sind ja alles unterschiedliche Tiefenbereiche, wo wir vorhin waren. Da war die tiefste Stelle so 17,5 Meter. Hier haben wir die tiefste Stelle mit jetzt knapp 25 Meter bei dem Wasserstand. Ne? Dann halt gucken, wenn du siehst, sind immer auf eine Höhe. Weiß ich, jetzt hatten wir ja zwischen 19 bis 18 Meter einen Fisch gehabt. Aber auch kein Neben drin. Siehst hier oben so ein paar Barsche jagen. Könnte man jetzt natürlich auch hier auf Barsch angeln, aber die müsstest du dann auch rigoros mitnehmen. Weil die halt nicht diese aktive Jagd haben. Das ist ein Hebebiss. Der hat ihn jetzt genommen und geht jetzt oben lang. Ja Leute, wir haben umgesetzt. Wind wurde immer döller. Sehr nasskalt. Haben da jetzt gerade eine Aktion. Hat einen Fisch angehoben. Jetzt zieht er oben ganz langsam lang. Das sieht man auch, die Pose ist schräg. Problem ist natürlich, er hat den Fisch noch nicht gedreht. Und dann ist es ganz schwierig, den Anschlag zu setzen. Muss auch einen Augenblick warten. Hab gerade die andere ein bisschen tiefer gestellt, weil die Fische hier sehr tief stehen. Ganz schwieriger Biss. Guck mal, der kommt auch hier drauf zu. Dann auch diesen Kontakt herstellen. Jetzt ist er wieder unten. Aber es nützt nichts, wir können nicht so lange warten. Ich wollte ja nicht verkacken, das ist schon mal nix. Nee. Ist ab. Scheiße. Aber da kann man halt nichts machen. Die versuchen den auszuhebeln. Siehst du, hat ihn hier gehabt. Will den drehen und versucht den Drilling auszuhebeln. Das ist halt so, aber wir machen weiter. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich so eine Montage baue. Geht ganz schnell und einfach. Wie gesagt, immer darauf achten, dass alles ordentlich ist. Man will ja auch schnell auswechseln, wenn man dann mal das Vorfach beschädigt hat. Da sieht man hier beim alten Vorfach die Beschädigung. Dann sollte man es auf jeden Fall auswechseln. Hochwertiges Fluorcarbon ist immer ganz wichtig. Ich habe das jetzt halt von uns von Carmo. Achtet immer drauf, auf jeden Fall 100%iges Fluorcarbon zu nehmen. Es gibt auch einige Anbieter, die bieten Fluorcarbon an, wo das dann halt nur beschichtet ist. Drillinge, auch immer ganz wichtig. Darauf achten, müssen sehr scharf sein. Gerade hier bei dieser Angelei, wir angeln mit monofiler Schnur. Der Anschlag muss sitzen, habt ihr vorhin gesehen. Hatte allerdings auch andere Ursachen gehabt. Quetschschülzenzange, auch immer so eine Sache. Wie viele Riffeln haben die? Je mehr Riffeln die haben, umso besser hast du es nachher markiert. Was du mal gleich machst am Anfang, ist die Widerhaken andrücken. Ihr legt die Hülse vor rein. Macht sie oval. Nehme ich das Fluorcarbon, ziehe das einmal hier durch. Nehme ich den Drilling. Wie ihr seht, jetzt schiebe ich hier und dann seht ihr auch, das kann schon nicht mehr überschlagen. Weil die halt angequetscht ist. Ziehe ich halt hoch. Jetzt hat der Drilling noch hier schön Spiel. Jetzt legen wir es hier rein. Achten drauf, dass sie auch schön parallel zu der Quetschhülse stehen. Im Prinzip ist hier schon nichts mehr möglich, aber trotz alledem Feuerzeug nehmen. Kurz hinten ein bisschen anschmurkeln. Andrücken, dann haben wir hier immer eine Verdickung, das ist immer noch mal so zur Sicherheit. Wie gesagt, achtet immer drauf, wirklich qualitativ, gerade was Vorfachmaterial, Drillinge betrifft, Schnur. Gerade das ist immer der Punkt, wo die meisten den Fisch bei verlieren. Und da sollte man wirklich drauf achten. Köder ist ausgebracht. Jetzt heißt es wieder warten und hoffen. Ein bisschen schwitzen so lange, haben 3 Grad Lufttemperatur. Ganz tolles Wetter, aber wie ist es beim Angeln? Man kann nur die falsche Kleidung haben. Hast du die richtige Kleidung, ist es auch gut auszuhalten.
Ja, Leute, ging jetzt ganz schnell. Waren selber überrascht. Auch ein kleinerer Hecht. Aber ihr habt ja gesehen, welchen Fisch wir montiert haben. Das ist unglaublich. Also die Großen lieben uns nicht. Halt mal kurz rauf, der hängt nur ganz leicht. Da will ich auch nicht lange reinnehmen. Mhm. So um die 70 cm. Guck mal, Leute, und das Schöne ist jetzt, tack, ohne Widerhaken. Aber trotzdem egal, wir haben ausgeharrt und wir wurden noch belohnt. Größe, wie gesagt, kann man sie nicht aussuchen, aber wir haben Fisch. Ich würde sagen, die holen wir in 5 Jahren nochmal. Aber trotzdem geil, wir haben es geschafft. Lange gewartet und auch wenn nicht immer die Großen kommen, ist halt so, dass wir angeln. Wie gesagt, es geht auch darum, du machst etwas und es funktioniert. Die Größe, wie gesagt, weil noch größere Fische, weil dranhängen kannst du ja gar nicht. Du musst ja auch auswerfen können. Da war jetzt ein 25er Rotauge. Mhm. Ne? Und wie gesagt, und das ging ja alles eben so schnell. Das war ja... Ja, Leute, war der heutige Tag. Gott sei Dank war es heute nicht so kalt. Februar, habe ich gleich gesagt heute Morgen. Schwieriges Angeln, scheißegal. Wir haben 2 Fische gefangen. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, es kommt nicht immer auf die Größe an, sondern auf die Technik. Kann man nicht beeinflussen. Aber trotz alledem, schon allein der 2. Fisch, wie der noch kam, wenn man gar nicht mehr mit rechnet, ist das schon allein ein Erlebnis. Man sollte nicht immer unbedingt auf die Größe gehen, auch wenn das sich blöd anhört, sondern wirklich auf das Erlebnis angeln. Heute nicht das optimale Wetter. Ich kann damit besser leben wie der Aldin. Aber trotz alledem, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns mal wieder. In diesem Sinne, bis dann.